Hallo, woran merkt man, dass eine politische Bewegung unterwandert wird? Zum Beispiel, ich sage jetzt mal die Friedensbewegung, ne? Man geht auf die Straße, weil man möchte, dass die Corona-Lüge aufgearbeitet wird, dass die Leute, die von der Spritze krank geworden sind, endlich erfahren, dass das eine Nebenwirkung der Spritze ist, die Krankheit, die sie haben seitdem, weil man möchte, dass Leute zur Verantwortung gezogen werden, die das veranlasst haben, dass gespritzt wird, dass Leute genötigt wurden in die Spritze und so weiter. Wenn man für die Klimalüge oder gegen die Klimalüge oder wie auch immer auf die Straße geht. Also wenn man sagt, der Klimawandel ist nicht menschengemacht, der passiert auch unabhängig zum großen Teil von der Menschheit. Wenn man das einfach mal richtig gestellt haben möchte und wenn man gegen Umweltgifte ist, sei es am Himmel, im Wasser, auf der Erde, im Essen, überall, in Kosmetik und so weiter. Wenn man möchte, dass darüber mal gesprochen wird, wenn man gegen Raubtierkapitalismus ist, na, und gegen diese Abschaffung des Bargeldes, die geplant ist, weil man das Bargeld gerne behalten möchte, weil das ein anonymes Einkaufen ermöglicht und eine Unabhängigkeit und eine Freiheit. Wenn man sich wehrt gegen diese Kontrolle, ne, durch Digitalisierung und alles wird elektronisch nur noch abgewickelt, wenn man gegen 5G-Antennen ist, wenn man gegen Frühsexualisierung im Kindergarten ist und ich weiß nicht, was noch alles. Also wenn man einfach wieder seine Freiheit haben möchte und ein demokratisches Miteinander, wo man diskutiert und sich auf das einigt, was für alle am besten ist. Und zwar für die Bürger, für die Menschen in einem Land und nicht für einige wenige, die irgendwie zufällig Macht und Deutungshoheit haben. Also wenn man für diese Sachen auf die Straße geht und man findet sich dann auf einmal wieder, wenn man jetzt auf eine Demo geht, wo plötzlich ganz andere Menschen rumrennen, die ganz andere Themen auf ihrer Fahne stehen haben, die vielleicht auch irgendwo im weitesten Sinne okay sind, die aber überhaupt nichts mit der aktuellen Situation zu tun haben. Und wenn dann nur so Parolen gerufen werden, die auch mit der aktuellen Situation nichts zu tun haben. Und da sind ganz viele Leute mit den falschen Schildern und die falschen Sprüche und so weiter. Und man denkt, was ist das, ne? Dann kann man sicher sein, dass man sich auf einer Demo befindet, die unterwandert worden ist. Und der Witz an der Sache ist, dass die Leute, die die anderen Sprüche rufen, die die anderen Fahnen, die anderen Slogans vor sich hertragen, dass die das gar nicht schnallen, dass die instrumentalisiert werden, um die anderen Leute zu verwässern, damit die nicht sichtbar werden. Also, das ist von irgendwelchen Leuten dann organisiert, ne, nach dem Motto, kommt mal da und dahin zu der Uhrzeit und dann ruft eure Slogans und bringt eure Fahnen mit. Und die eigentliche Demo mit den eigentlichen Inhalten wird völlig übertüncht. Und das ist ein Erlebnis. Dann denkt man für einen kurzen Moment, wo bin ich denn gelandet? Und man merkt dann, okay, das ist hier orchestriert. Das eigentliche Thema soll nicht gesehen und nicht gehört werden. Und dann kann man eigentlich die Demo verlassen, weil dafür steht man ja nicht. Man will ja wegen des Problems, was man selber als Problem erkannt hat, auf die Straße und nicht für irgendeinen Mischmasch. Also dieses
Mischmasch herstellen ist eine Taktik, um Leute praktisch zu verwässern und dass man das nicht hört, was die eigentlich wollen und so weiter. Wie geht man damit um? Erstmal zur Kenntnis nehmen und weitermachen. Weil die sind ja nicht überall, diese anderen. Das ist dann halt an bestimmten Tagen, wo, weiß ich nicht, nicht so häufig was stattfindet, da lassen sich dann diese anderen Leute, die immer noch ARD und ZDF gucken, die lassen sich bei schönem Wetter, sag ich mal, an einigen wenigen Terminen auch mal auf die Straße locken und stören dann, ohne zu merken, die wichtigen Demos. Ich sage jetzt mal wichtig, von mir aus kann sich jeder als wichtig empfinden, aber die stören dann praktisch die Aussagen von noch, ich will nicht sagen Minderheiten, aber es sind halt noch mehr Leute, die nicht verstanden haben, was das Problem ist, als die dies verstanden haben. Jedenfalls die Mehrheit stört dann diese Minderheit und merkt es noch nicht mal. Muss man durch und dann geht's weiter, ne? Die Minderheit hört ja nicht auf, die Probleme zu erkennen. Und fraglich ist auch, ob das überhaupt eine Minderheit ist, weil viele sitzen auch zu Hause auf dem Sofa und kennen die ganzen Probleme mit Corona-Lüge, Klimalüge und was nicht alle und kommen aber nicht auf die Straße. Also, es ist so ein bisschen, sag ich mal, man wird dann getestet, ob man noch Ausdauer hat. Ja, habe ich noch. Und dann muss man einfach weitermachen. Aber ist schon ein bisschen komisch, weil man fühlt sich so, wie wenn ein anderer einen imitiert, aber nicht korrekt, sondern so knapp daneben. Also die Themen werden sehr ähnlich gewählt. Die Optik der Schilder und der Ausstaffierung der Leute, also bunte Farben, poppige Farben, ist auch ähnlich gemacht. Also es sieht täuschend ähnlich aus wie Mimikry, ne? Also so, wo ein Tier das andere Tier nachmacht, um nicht gefressen zu werden. Täuschend ähnlich, aber ist halt nicht das Gleiche. Und die lassen sich schon was einfallen, damit die Leute bloß nicht merken sollen, dass ja seit vielen Jahrzehnten an der Nase rumgeführt werden, damit Vermögen von unten nach oben verteilt wird, damit Menschen nicht in ihr Potenzial kommen. Damit Menschen, ich sag mal, Lebensbedingungen haben, die mehr krank als gesund machen. Damit die Menschen das halt nicht merken sollen, dass sie in so einem kleinen Hamsterrad laufen. Und dafür kriegen die Leute dann halt mal ab und zu so eine Demo geschenkt, wo auch nette, bunte Regenbogenfahnen oder was weiß ich vor sich hergetragen werden. Und auch gemeinschaftlich irgendwas gebrüllt wird, was aber mit den aktuellen Problemen der Zeit nichts zu tun hat. Also Pseudodemonstrationen habe ich dann halt auch mal kennengelernt. Ist eine Erfahrung, aber man muss das abschütteln und einfach die richtigen Themen immer wieder auf die Straße bringen. Und ich glaube, der Vorteil von dem echten Widerstand ist, dass der auch bei schlechtem Wetter auf die Straße geht. Und die Leute, die noch ARD und ZDF gucken, die gehen vielleicht vorzugsweise bei Sonnenschein. Ich weiß auch nicht, aber ist schon Erlebnis, muss man verdauen und weiter geht's. Bis dann.